Und ich sage herzlich willkommen zum heutigen EEB Talk zum Thema Storytelling und Insta Stories. Heute zu Gast Lutz Neumeier, Pfarrer, Medienpädagoge. Bevor ich dich jetzt groß vorstelle, Lutz, gebe ich dir einfach mal das Wort. Erzähl doch mal ein bisschen was zu deiner Person und dann vielleicht auch direkt die erste Frage Storytelling. Also bitte Geschichten erzählen, das ist doch jetzt wirklich nichts Neues. Warum ist das jetzt so interessant für uns? Ja, schön, dass wir hier zusammen sind, digital zusammen sind. Lutz Neumeier, ich bin Gemeindepfarrer in Lich in Oberhessen, in der Bierstadt eures Vertrauens und habe vor einigen Jahren eine Zusatzausbildung zum Medienpädagogen gemacht und erlebe das seitdem, ein bisschen vorher auch schon, dass in der Konfi-Arbeit und auch in der Schule und in anderen Bereichen, aber vor allem in der Konfi-Arbeit, es unwahrscheinlich gut ist, wenn man neue Medien mitnutzt, wenn man das Handy mitnutzt. Natürlich nicht nur, das wird dann manches Mal gefragt, meine Güte, Jugendliche sind doch sowieso schon dauernd am Handy, muss das jetzt auch noch sein? Nein, es muss nicht immer sein. Ein Gutteil meiner Konfi-Arbeit ist auch noch vollkommen analog, aber immer wieder eben auch digital. Und Storytelling, natürlich haben wir das immer gemacht. Ich habe früher Jugendliche biblische Geschichten oder andere Geschichten erzählen lassen, zum Beispiel mit Comics, indem sie Comics gemalt haben auf DIN A3 Bögen, Blätter. Und das hat auch durchaus Spaß gemacht. Aber das Ernstnehmen der Jugendlichen und ihres Mediums, dass wir natürlich das nicht nur das Medium der Jugendlichen, sondern auch unser aller, das zu nutzen, bringt einfach nochmal viel Spaß den Jugendlichen und ich habe ganz neue Möglichkeiten von Storytelling und vor allem viel einfachere Möglichkeiten, als das früher der Fall war. Wollte ich früher ein Video aufnehmen, brauchte ich eine Videokamera und einen Videorekorder und einen Fernseher und das war alles mit ziemlichem technischen Aufwand verbunden und die Qualität war dann doch oft manchmal immer noch bescheiden und das hat sich einfach total geändert, seitdem die Smartphones bei den Konfis angekommen sind und ja nicht erst bei den Konfis, die sind ja viel vorher schon da. Ja, so kann man die verschiedensten Möglichkeiten des Storytelling nutzen und ich benutze das mittlerweile in der Konfi-Arbeit. Also dieser Jahrgang hat bestimmt schon vier verschiedene Videos jeder aufgenommen, also in Grüppchen natürlich. Macht erstmal nur Spaß und die Arbeit ist cool. In der Schule passiert das noch eher selten. Manche Schulen sind da auch sehr vorbildlich. Das heißt, wir haben da zum Teil, wenn wir das in Kirchen machen, einfach einen Vorsprung. Aber es hat noch einen Nebeneffekt, den ich im November, glaube ich, erlebt habe. Da hatte ich eine Jugendmitarbeiterin neben mir sitzen und die Konfis sollten irgendwas wieder aufnehmen mit ihren Handys. Und die Jugendmitarbeiterin, 3, 4 Jahre her, dass sie Konfi war, hat gesagt, das hast du doch bei uns auch gemacht. Puh, weiß ich gar nicht, ob ich das bei euch auch schon gemacht habe. Ja, warte mal. Dann hat sie durch ihr Handy geflickt und hatte den Film, den wir aufgenommen hatten, noch drauf. Das ist etwas, was ich total klasse finde, weil die Jugendlichen löschen ja eher selten die Sachen vom Handy, die bleiben drauf. Und dann erinnern sie sich eben auch mal, wenn sie mal wieder durchsuchen, ach ja, das haben wir in Konfi damals gemacht. Das war eigentlich eine coole Sache und war doch eigentlich eine coole Zeit. Und das ist etwas, was ich finde, was einen ungeheuren Wert noch neben dem Spaß beim Erstellen selber hat. Dass es auch dauerhaft bei den Konfis auf dem Handy ist. Ja. Also das heißt, das ist eigentlich so das alte Prinzip, einen inhaltlichen Zugang über eine Geschichte auch zu schaffen, dass es eben nicht so trocken und frontal ist. Und bedient sich halt eben, ich sag mal, der aktuellen Medien von Jugendlichen. Ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis. Wenn ein Zugang Spaß macht, wenn eine Arbeit Spaß macht, dann beschäftigt man sich ja auch viel lieber auch damit. Bevor wir jetzt gleich in die ganz konkreteren Beispiele kommen, ich sehe, es sind noch einige Leute auch ohne Videozuschaltung hier. Es besteht wie immer auch die Möglichkeit, wenn ihr Fragen habt, einfach über den Chat zu fragen. Ich habe den auch mit im Blick oder wie gesagt, schaltet euch einfach mit dazu oder auch nur das Mikrofon und kommt rein hier, dass wir den Dialog dann auch zustande bringen.
Okay, ansonsten Storytelling, das Prinzip ist soweit eigentlich ganz klar. Der zweite Titel von der Veranstaltung ist ja Insta-Stories. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Was hat das mit Storytelling in dem Sinne zu tun, mit deiner Arbeit als Pfarrer? Ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten von Storytelling und das, die man nutzen kann. Das ist das ganz normale Aufnehmen einer Geschichte natürlich. Auch das haben wir früher schon gemacht, mit Fotos damals noch. Und das kann man natürlich heute mit dem Handy noch viel einfacher machen. Aber man kann eben auch Instagram nutzen, um Geschichten zu erzählen. Und Instagram hat eben per se schon die Möglichkeit, Insta-Story. Und das ist was, was viele ja nutzen, die Influencer über den Tag hinweg immer wieder Aufnahmen machen von den, ihren Lebenssituationen und so die Geschichte ihres Lebens erzählen. Dafür ist es eben auch ja eigentlich gedacht, aber man kann das eben auch nutzen, um eine andere Geschichte zu erzählen, welcher Art auch immer. Und das ist, und die dann, das ist das Schöne, die man erstmal natürlich auf Insta verbreitet, dann mit dem Account der Jugendlichen oder mit einem extra gemachten Account, oder aber die man eben auch sichern kann am Ende, wenn man eine Story erstellt hat und die auf dem Handy sichert, aber dann eben vom Handy auch exportieren kann, auf YouTube laden kann oder was ich immer wieder gemacht habe, auch im Vorstellungsgottesdienst die dann zeigen kann. Und für die Jugendlichen ist das schlicht intuitiv, weil Instagram ist das Medium heutzutage für die Jugendlichen. Facebook ist ja out, das wissen wir aus den klar aus den Studien. Und die Hälfte, glaube ich, wenn ich die Studie jetzt richtig im Kopf habe, die Gym-Studie, die Hälfte aller Jugendlichen nutzt Instagram regelmäßig. Das heißt, mehr sind noch bei Instagram natürlich mit einem Account, aber die Hälfte nutzt es regelmäßig, die kennen das. Und so hat das bei mir angefangen. Ich habe mal, ich habe gehört von Insta-Story, ich bin jetzt kein Jugendlicher mehr, ich habe das vor ein, zwei Jahren noch nicht so viel genutzt, aber ich habe gesagt, mach doch mal eine Insta-Story. Okay. Von Elaine kam jetzt gerade die Frage in den Chat, warum Instagram und nicht Snapchat? Ja, man kann natürlich das auch mit Snapchat machen, aber da kann ich die Story nicht so schön sichern, nicht so einfach wie bei Instagram. Das ist das eine. Und ich kann die Story bei Instagram auch highlighten und dann auch dauerhaft verfügbar haben. Das ist bei Snapchat nicht der Fall. Und Insta ist im Moment noch auch unter den Jugendlichen noch weiter verbreitet, deutlich weiter verbreitet als Snapchat. Also Snapchat hat, glaube ich, eine Verbreitung von, ah nee, da müsste ich jetzt nachgucken in der Gym-Studie, sie liegt zwar da hinten, aber das ist ein deutlicher Unterschied, jedenfalls. Das würde ich, glaube ich, jetzt auch so teilen, dass Instagram noch mal wesentlich besser verteilt ist als Snapchat, genau. Außerdem, ja gut, Insta-Stories, du hast jetzt schon ein bisschen was für erzählt. Kannst du uns was zeigen? Kannst du das mal an einem Beispiel irgendwie mal? Ja, ich kann euch als erstes mal eine Story machen, die meine Konfis gemacht haben mit einer Jugendmitarbeiterin. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt selber noch überhaupt nicht, wie Insta-Story funktioniert. Das heißt, ich habe nur gesagt, ihr Konfis und Jugendmitarbeiter macht eine Insta-Story und habe die damit allein gelassen. Thema werdet ihr gleich sehen, was es war und dann, ich zeige es euch einfach mal. Wo ist sie? Hier ist sie. Jetzt ist sie zu sehen? Ja. Okay, dann geht's los. Am Anfang noch kein Ton, aber sie haben es eben vollkommen ohne mich gemacht. Und dann muss man damit leben. Das kommt immer an der Stelle, ein Schmunzler.
Schaut euch das mal an. Das ist einmal eine dunkle Farbe, wie langweilig das ist. Aber schaut euch das mal an. Das ist ein Busch, den hab ich gemacht. Der ist so prickelnd. Wie ist so die Resonanz auf solche Stories? A von Noch den Kunden irgendwas verwandt vergessen? und auch B von Wassertiere! anderen? Warte, hast du Hosentaschen? Hier ein bisschen, hier ein bisschen. Also im Vorstellungsgottesdienst große Freude bei den Leuten, die das gesehen haben. Also viel Spaß. Gut. Also es geht ja dann auch gar nicht darum, möglichst viele Klicks und Likes und Views zu haben, Irgendwie brauche ich noch ein sondern Ebenbild. ich sag mal, um das Erlebnis zu erleben. Ja, es geht um das Herstellen des Videos und das Umsetzen der Geschichte. Das Thema der Konfifahrt war, wie man sehen kann, die Schöpfung. Und eine Gruppe hatte halt den Auftrag, die Schöpfungsgeschichte mit einem Video zu erzählen. Und hat das eben umgesetzt, haben dafür einen Tag gebraucht, also vormittags 3 Stunden, nachmittags 3 Stunden, glaube ich, so ungefähr. Und das ist jetzt, also ich finde schon, dass es gut ist, wenn man, wenn es auf das ist auf YouTube auch gute christliche Inhalte gibt. Derer gibt es noch viel zu wenig. Insofern poste ich das dann auch natürlich mit der entsprechenden Erlaubnis der Eltern und der Jugendlichen, klar. Aber in erster Linie ist es das, dass die Jugendlichen das gemacht haben und dass wir das im Vorstellungsgottesdienst nutzen können und sie haben ein bisschen was dazu erzählt und sie haben es auf ihrem Handy und das wird natürlich dann geteilt in der Gruppe und jeder hat die Story am Ende auf dem Handy. Die Hashtags, kamen die von dir oder auch von den Jugendlichen? Alles von den Jugendlichen und das ist ja was Schöne, das Schöne auch, das wäre bei Snapchat natürlich auch, aber bei Instagram auch, dass ich in die Bilder noch reinmalen kann, dass ich Hashtags reinschreiben kann, Filter benutzen kann und alles Mögliche, um die noch mit Content anzureichern, die Fotos und Filme. Also ja, das hat dann noch einen zusätzlichen Content und auch, wo sie sich drüber Gedanken machen können. Jetzt kann ich mir ja natürlich etwas provokativ auf die Frage stellen. Gut, der Lutz Neumeier, der ist ja Medienpädagoge, der kann sowas. Ich bin es nicht, dann lasse ich es. Ich kannte, als das Video jetzt gemacht wurde, konnte ich keine Insta-Stories. Ich wusste nur, es gibt sowas. Und habe den Jugendlichen und der Mitarbeiterin gesagt, die Mitarbeiterin, die entsprechende, ist bei Instagram. Das hatte ich vorher, gesehen und darüber unterhält man sich ja auch. Und ich habe denen gesagt, mach das. Und ich wusste nicht, wie es geht. Das war meine erste Insta-Story, die ich da gezeigt habe, die ich gesehen habe. Also die ich und die ich exportiert habe dann. Also ich hatte dafür einen Account angelegt, der heißt Schöpfergott. Den kann man auch heute noch auf Insta sehen. Da ist nicht mehr drin als das, was ihr jetzt gerade gesehen habt. Und hab das Passwort der Mitarbeiterin gegeben und hab die machen lassen. Also das müssen wir gar nicht können. Genau, ich glaube, das ist auch so ein altes so ein Prinzip auch aus der Medienpädagogik, einfach auch so die Leute auch mal als Experten auch anzuerkennen und auch anzusehen und auch, ich sag mal, gemeinsam in dieses Feld zu treten, auch gemeinsam die Lernprozesse auch mal in Anspruch auch zu nehmen. Also da denke ich ja auch, wir müssen selbst nicht überall auch Experte in allen Diensten, Medien sein. Wir dürfen auch gemeinsam mit unserer Zielgruppe auch mal was erforschen. Wenn ich das jetzt erforschen möchte und jetzt auch mal Insta-Stories selber machen möchte, was wäre denn ein guter Start oder was gibt es denn zu beachten?
Ja, also erstmal ist die Frage, machen das die Leute auf ihrem eigenen, mit ihrem eigenen Insta-Account oder lege ich dafür einen an? Beides hat Vor- und Nachteile. Ich habe einen eigenen angelegt, weil dadurch ich letztlich den auf meinem Handy auch haben konnte oder den Zugang auch hatte auf meinem und das danach gut sichern konnte. Und die können es natürlich alle dann angucken und das haben wir dann auch eben geteilt, diese Insta-Story. Das heißt, das haben andere dann auch bei sich gepostet. Das geht ja auch. Das heißt, man kann die einzelnen Bilder, die zu dieser Story und zusammenkommen, einzeln posten, dass die die Story selber teilen oder eben nicht. Also ein Instagram ist die Voraussetzung. Allerdings müssen den wieder nicht wir haben, die Jugendlichen haben den. Wir müssen ihn auch nicht anlegen, die Jugendlichen können das selber. Das ist das Erste. Und dann ist es erstmal, geht es ganz normal wie bei allem Storytelling, wenn immer ich eine Geschichte überlege, was will ich darstellen, überlegen, ein Skript sich ausdenken. Das ist vollkommen analog. Und vielleicht auch einzelne Szenen zu skizzieren. Bei Instagram kann ich ja entweder ein einzelnes Foto aufnehmen. Wichtig ist bei Insta-Story, das ist immer hochkant. Normale Fotos bei Instagram sind ja quadratisch, aber Insta-Story ist immer hochkant. Das ist erstmal für unsere Sehgewohnheiten, filmischen Sehgewohnheiten natürlich ungewohnt. Aber man gewöhnt sich im Laufe der Handy, je länger es Smartphones gibt, immer mehr dran, an die senkrechten, die vertikalen Videos. Filmszenen vielleicht eben skizzieren, Fotos oder Filmszenen und man kann in der Story, das habt ihr ja gesehen, auch durchaus wechseln zwischen dem einen und dem anderen. Das sind die Vorüberlegungen, dass die Story erstmal steht. Und ich kann noch mal ganz kurz was zu dieser Account-Frage sagen. Also ich lege prinzipiell eigene Accounts an, aus dem einfachen Grunde, weil nicht jeder Jugendliche will, dass in seiner Timeline Kirche auftaucht. Genau. Also innerhalb der kirchlichen Gruppe, ja, die wollen das ja auch, weil sie bei uns auch gar nicht erst eingeladen werden, wenn sie das nicht wollen. Aber trotzdem haben sie natürlich Freundeskreise, wo denen das dann doch noch peinlich ist. Und das halte ich auch für absolut zu respektieren. Also es sei denn, irgendjemand sagt, nee, ich nehme jetzt meinen eigenen Account dafür, ich bin sowieso verschrien dafür, dass ich eine Kirchenmensch bin. Aber ansonsten gibt es immer eigene Accounts, damit die sich völlig frei fühlen können, was sie da produzieren. So, genau. Entschuldigung, das war jetzt nur... Vollkommen richtig. Das ist auch das ist einer der Gründe, warum ich das auch mache. neben dem Zugriff, denen das nicht peinlich sein muss. Und im Gegenteil, es ist ja umso schöner, wenn sie dann merken, hey, das ist so cool, ich poste das doch bei mir. Dann ist es nicht gezwungen, sondern freiwillig und hat noch einen viel höheren Stellenwert. Also das ist ganz, ganz richtig. Ja, das sind die Vorbereitungen letztlich, die wichtig sind. Und dann gibt es natürlich, wenn ich die Szenen aufgeschrieben habe, die normalen Dinge, die ich immer beim Aufnehmen von Filmen oder Fotos überlege, welchen Einstellungswinkel will ich haben und wie groß und wer ist im Zentrum und so weiter. Das sind jetzt keine Insta-Story-speziellen Überlegungen, aber welche, die wichtig sind, was für jede Aufnahme gilt. Da möchte ich nur darauf hinweisen, ohne dass wir da jetzt wahrscheinlich genauer drauf eingehen können. Sowas ist wichtig und eine Abwechslung dabei ist wichtig. Also klar, man kann eh nur 15 Sekunden Filmchen aufnehmen, das ist auch gut so. Dann wird es nicht langatmig, aber man kann auch nur 10 Sekunden oder 5 Sekunden aufnehmen und relativ viele Wechsel. Es gibt Untersuchungen, dass normale Insta-Stories eigentlich nicht länger als 1,5 Minuten oder sowas sein sollen. 3-4 Minuten ist schon sehr, sehr hoch. Da sagen die meisten schon, nee, wenn da schon, ihr habt das ja, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, ich zeige nochmal gerade das Bild. Hier steht ja oben, wenn ich das jetzt wegmache, ihr seht oben die weißen Striche. Jedes ist eine einzelne Aufnahme. Und das wäre jetzt eigentlich zum normalen Angucken schon viel zu viel. Weil wer mehr als 4, 5
Striche sieht in der Insta-Story, sagt im Normalfall, oh, das ist mir zu viel. So lange Storys wollen wir nicht. Aber in diesem Fall wollten wir eine Geschichte erzählen und es ist ein extra Account und da ist jetzt keiner genervt davon, dass es, weil es eben ein extra Account ist. Okay, erstmal Dankeschön. Also gibt es denn bis jetzt nochmal Fragen, auch von denjenigen, die jetzt ohne Kamera mit dabei sind? Ja, von Michael kommt noch eine Frage. Inwieweit werden gesellschaftliche und privatrechtliche Themen wie Recht auf eigene Bild, Urheberrecht und Datenschutz thematisiert? Naja, dafür hatte Gott einen Balken vor den Augen. Der Balken bei Gott war aus zwei Gründen. Erstens mal, weil man sich von Gott kein Bildnis machen soll. Und zweitens mal, weil damit der Jugendliche kein Problem hatte, dass das auch gepostet wird und dass ich das auch jetzt weiterhin nutzen darf. Das habe ich natürlich auch gefragt. Und natürlich ist klar, wenn ich das bei YouTube poste, dass ich die, wenn Leute abgebildet sind und man sie erkennt, dass ich die schriftliche Einverständniserklärung der Jugendlichen und der Eltern habe, das ist gar keine Frage. Auch keine Frage ist, dass Musik, das sage ich denen auch immer, nehmt nicht irgendwelche Musik, die ihr irgendwo auf eurem Handy habt, sondern das muss Musik sein, die lizenzfrei ist. Und die kann man im Zweifelsfall selber machen. Da gibt es auch schöne Apps für, mit denen man ganz einfach Musik machen kann. Also für mich ist Launchpad auf dem iPhone zum Beispiel ist was, womit ich und auch Konfis immer ganz schnell mal Musik machen. In meinem Konfi-Jahr ist, wenn ich das erste Mal das mache, immer das Thema ein rechtlicher Block drin. Wir machen erstmal was natürlich und dann kommt aber immer in der ersten oder zweiten Konfi-Stunde, wo wir das benutzt haben, bevor es veröffentlicht wird, der rechtliche Block, Awareness schaffen, jetzt finde ich das deutsche Wort nicht dafür, aber dass die Jugendlichen eben wissen, was sie vertreiben. Wie bitte? Bewusstsein. Bewusstsein, danke. Ja. Das Bewusstsein schaffen. Und das ist ja auch mein wiederum als Medienpädagoge oder unser Auftrag, ja. Ich glaube, das ist auch nochmal, ich sag mal, ein guter Hinweis dann auch auf den eigenen Kanal, dass eben die Kirchengemeinde oder wir als Hauptamtliche, als Anbieter da sind, weil es ja auch sowas wie eine inhaltliche Verantwortung oder auch eine Kanalverantwortung auch im Sinne des Impressumsrechts ja auch gibt. Und ich sag mal, wir solche Grauzonen ja auch nicht auf die Teilnehmenden abwälzen sollen, also falls es mal eine Urheberrechtsverletzung vorliegen sollte etc. Okay, erstmal nochmal vielen Dank. Bitte? Ich sage, das stimmt schon, nur ich glaube auch, wir sind ja im Moment so in einer derartigen Panikmodus, ja, also siehe Artikel 11 und 13. Also ich denke, wenn wir unsere rechtlich verbrieften Möglichkeiten, ich sage jetzt mal mit Form von Zitat und mit künstlerischer Verarbeitung von vorhandenem Material, ich sage jetzt mal eigenbestimmt so massiv einschränken, dann muss es uns auch nicht wundern, wenn, ich sage jetzt mal, die Content-Hersteller immer stärker darauf drängen, dass selbst drei Noten sozusagen bereits urheberrechtlich geschützt sind und so weiter. Also diese ganze Sache Satire, Ironie, Memes und so weiter. Ich glaube, da muss man auch weiter mutig bleiben, weil sonst sagt der Gesetzgeber irgendwann mal, nee, das ist alles urheberrechtlich geschützt und Meme ist keine eigene Kunstform und so weiter. Also ich glaube, das hat auch mal einen breiteren Scope. Das darf man nicht auf den Konten oder Firmlingen abladen. Aber insgesamt, glaube ich, muss man da auch mutig an den Grenzen weiter arbeiten, weil sonst sind irgendwann diese Rechte auch nochmal weg. Richtig. Also aber da denke ich, da kann man auch an den Grenzen arbeiten, ohne irgendwie die Kinder- oder Jugendgruppe als Praxisfeld irgendwie. Nein. Das war jetzt ein grundsätzliches Statement dazu. Aber ich hatte jetzt letztes Jahr im Dezember ein Problem, dass ich eine Musik von einer mit einer CC0-Lizenz genommen hatte und habe das Kurzvideo bei YouTube hochgestellt und YouTube hat es mir trotzdem geklaut, weil es scheinbar, das Halleluja aus dem Messias, aber es war eine CC0-Lizenz, aber es war
Sony hat das für sich reklamiert. Jetzt weiß ich nicht, ob das fälschlich mit CC0-Lizenz veröffentlicht war. Dem habe ich nicht nachgeforscht. War auf einer großen Plattform mit CC0-Lizenzen oder auf einer der Plattformen. Oder ob Sony im Recht war oder ich im Recht war und die CC0-Lizenz im Recht war. Aber das passiert eben auch, das kann dann passieren. Von daher habe ich da gedacht, bevor mir das Video geklaut wird, das ist dann ja gelöscht worden ganz, oder der Ton ist gelöscht worden, damit war das Video nur noch halb so schön, benutze ich dann doch lieber was mit ganz einfachen Mitteln selber gemacht ist oder wo ich ganz, ganz sicher bin. Genau. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, das Thema Recht, Urheberrecht, ich glaube, das ist auch unheimlich wichtig, aber das würde jetzt, glaube ich, hier mal sprengen den Rahmen und es wird auf jeden Fall im Rahmen von dieser Reihe auch noch mal ein Video zu den rechtlichen Aspekten auch noch mal geben. Ich möchte das jetzt nur nicht noch weiter vertiefen, weil wir haben ja noch einiges auf unserer Stichwortliste stehen, Lutz. Insta-Stories, also über Instagram ist ja nicht nur die einzige Methode, die du nutzt, du machst ja auch sowas wie Chat-Stories. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Lass mich gerade noch zwei, drei Sachen zu Insta-Story sagen und dann komme ich aufs Chat-Story. Wichtig ist, dass ich meistens wirklich nur das Handy benutze mit den Jugendlichen und keine Zusatzgeräte, weil ich möchte denen ja auch deutlich machen, ihr könnt das mit dem, was ihr habt und müsst jetzt kein Equipment bezahlen, müsst nicht so ein schönes Mikrofon, die da jemand vor sich stehen hat, nutzen. Alles gut. Es gibt natürlich Zusatzmikros, die jetzt auch nicht, die von Röde zum Beispiel, aber muss nicht sein. Nur dann muss ich wirklich dazu sagen, wenn ihr das aufnehmt, laut reden. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Laut reden, überdurchschnittlich laut, sonst kommt es zu leise an. Und wenn ich die Insta-Story aufnehme, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder, dass ich sie direkt in der richtigen Reihenfolge der Bilder, so wie das jetzt bei der Schöpfungsgeschichte war, aufnehme. Das ist die eine Möglichkeit. Oder, ja, genau, oder ich nehme sie erstmal mit der Kamera auf. Ich kann nämlich bei Stories ja nicht nur direkt die Insta-Stories in Instagram aufnehmen, sondern ich kann auch schon produzierte Filmchen. Allerdings habe ich dann das Problem, dass ich selber aufpassen muss, dass sie nicht länger als 15 Sekunden sind, weil sonst habe ich wieder das Problem bei Filmchen, dass es dann doch 17 Sekunden ist und mir nachher die letzten 2 Sekunden geklaut sind. Von daher finde ich es so, dass ich sage, überlegt euch die Szenen und nehmt die Szenen, wenn es geht, hintereinander direkt in Instagram auf. Der Vorteil ist bei Instagram, dass wenn ich so Stories aufnehme, dass ich keine Schnittarbeit habe am Ende. Instagram setzt mir die einfach hintereinander und ich kann sie so, wie sie sind, exportieren und habe ein fertiges Video, das fertig geschnitten ist. Muss mich also nicht, und das ist auch wieder die Hürde, runternehmen für Anleitende, für Pfarrer und Lehrer und was auch immer, wen auch immer, Entschuldigung, dass ich die Hürde so niedrig wie möglich habe. Ich muss mich nicht mit Schnittprogrammen auskennen und kann trotzdem Stories erzählen. Das waren noch die Punkte, die mir noch wichtig waren. Man kann natürlich noch viel dazu erzählen, zu den Insta-Stories. Aber du hast es angesprochen, es gibt noch viel mehr Möglichkeiten. Wenn das von Interesse ist, zeige ich eine Chat-Story mal kurz. Wir alle chatten regelmäßig und viel und die Jugendlichen natürlich noch mehr. Studie sagt, dass die meiste Zeit, die Jugendlichen in einer App verbringen, ist YouTube auf dem Handy. 60% ungefähr, glaube ich, nutzen das am meisten. Und dann das nächste, wo sie ihre Zeit verbringen, ist WhatsApp. Das heißt, Chatten ist bekannt. Und es gab vorletztes Jahr an Weihnachten eine erste Story, die durch die Social Media ging, von der Weihnachtsgeschichte. Und das hat mich inspiriert zu gucken, ja, wie kann denn das sein, wie kann ich eine Story auch als Chat machen. Und ich habe euch mal, auch das habe ich dann mit Confis gleich im letzten Jahr umgesetzt,
Ich habe euch mal eine mitgebracht und kann dann nachher noch ein bisschen was sagen. Ich habe euch eine mitgebracht, klingt ein bisschen komisch. Hast sie gefunden? Auf meinem. Es hat jetzt natürlich nicht viel Ton, aber ein bisschen. Also ihr habt das Prinzip verstanden, wie es geht. Das ist jetzt ein 1-zu-1-Chat von Gott und Noah. Man kann natürlich auch Gruppenchats machen, dass sich eine ganze Gruppe unterhält. Da gibt es das zweite Video zu Noahs Handy ist, dass Noah sich mit seiner Familie unterhält und denen sagt, hier Leute, wir haben was zu tun gekriegt und die, oh nee, und so weiter. Das ist eine Sache, die auch relativ schnell und einfach funktioniert mit den Konfis oder mit Jugendlichen, weil das kennen die und das können die. Was brauche ich hierfür? Hier brauche ich erstmal natürlich genug Leute, die dasselbe Chatprogramm haben, was eigentlich kein Thema ist, weil dieses eine Chatprogramm haben sie alle. Ich kann und ich habe das gemacht, ein eigenes Handy, ein altes, als das sogenannte Master-Handy genommen. Und da wird der Account dann umbenannt. Ich habe mich also auf diesem Handy dann mit einer Prepaid-Karte im WLAN waren wir und habe das umbenannt in Gott. In Noahs Handy. Dann die Jugendlichen, die dann am Chat sich beteiligen, muss ich in meinem WhatsApp dann erstmal natürlich mit denen verbunden sein, muss ich dann umbenennen. Oder die benennen sich selber um, erst für die Zeit der Aufnahme, mit einem schönen Profilfoto, wie wir es ja auch eben gesehen haben. Und das ist die Vorbereitung am Handy, die wichtig ist. Gut ist, wenn man WLAN hat, dann hat man keine Verbindungsprobleme. Dann ist aber das Problem, dann geht es erstmal wieder vollkommen analog, dass man die Chatgeschichte aufschreibt, sich ausdenkt und auf Papier aufschreibt so vorbereitet. Das ist der zweite Schritt. Wenn ich das alles aufgeschrieben habe, kann ich mir überlegen, ob ich das in die Notizen zum Beispiel vom Handy reinschreibe, meine einzelnen Gesprächsbeiträge und dann nur Paste und Copy arbeiten muss. Außer Noah selber, bei dem man ja sieht, wie er schreibt. Aber die anderen könnten das per Paste und Copy dann reinsetzen, dann geht es schneller. Das erspart mir am Ende wieder Schneidarbeit. Weil ganz ohne Schneiden komme ich bei Chat-Stories nicht aus. Weil das zu lange dauert meist und bis dann andere Nachrichten kommen, auch relativ lange dauert, da gibt es oft Pausen. Ich brauche dann für jeden Chat-Beteiligten, wenn es ein Gruppenchat ist, natürlich ein Handy und ein Regisseur ist gut. Der sagt, jetzt ist Gott dran, jetzt die nächste Nachricht von Noah, die nächste von Sam und von Ham und so weiter, der das koordiniert, weil es dann besser flutscht. Trotzdem gibt es Pausen und die sind dann sinnvoll rauszuschneiden, wirklich. Also das heißt, es ist einfach eine Möglichkeit, sich mit einer, ich sag mal, Geschichte, was für eine Geschichte auch immer, zu beschäftigen, inhaltlich zu beschäftigen, die aufzuteilen und ja, nach,
nachzusprechen, nachzuschreiben und diese dann medial auch zu präsentieren. Also finde ich auch eine sehr interessante Geschichte, wahrscheinlich auch ansprechend. Nutzt du das irgendwie in den Gottesdiensten oder im Konfirmandenunterricht? Hast du da auch eine Resonanz? Also ich all diese Filmchen, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben, wenn das dann zum Beispiel bei Predigttext wird oder sowas, dann nutze ich die im Gottesdienst und zeige diese Filme, die wir aufgenommen haben. Jetzt zuletzt war der brennende Dornbusch ein Predigttext, glaube ich. Da hatten jetzt keine Chat-Story, da hatten Jugendliche ein Erklärvideo zu gemacht. Und im Oktober, glaube ich, September oder Oktober, und das waren die jetzigen Konfis. Und natürlich habe ich das im Gottesdienst gezeigt. Ich habe den Predigttext also nicht gelesen, sondern die haben den ganz normalen Predigttext gelesen gehabt und ein Erklärvideo dazu gemacht. Und dann habe ich das genutzt. Und das war für alle total schön. Auch die alten Leute fanden das schön, im Gottesdienst den Predigttext mal so vorgetragen zu bekommen, gleich noch mit Bild dabei. Okay. Gut, gibt es denn zu dem Thema der Chat-Stories von den sonst Anwesenden hier noch Fragen oder Ideen, Impulse? Eine Sache, während ihr überlegt, ist, dass ich ein Programm, dass ich den Chat ja aufnehmen muss, während gechattet wird. Das ist total einfach mit dem iPhone, weil das hat eine Screencast-Funktion. Da brauche ich keine Zusatz-App. Wenn ich das Master-Handy, so nenne ich das Aufnehmende, wenn es ein Android-Handy ist, gibt es dafür Zusatz-Apps. Das bringt Android nicht von Haus aus mit. Dann lade ich mir eine Zusatz-App runter. Ja. Wobei, also ich meine, bei Android One, das ist ja das reine Android-System, jetzt in der 9er-Version, da ist irgendwie, habe ich sowas gesehen mit Screencast-Funktionen. Müsste ich nochmal nachgucken, aber auch da gibt es Apps, gibt es definitiv Apps für. Es gibt zu Text-Stories, wenn ich jetzt nicht mehrere Leute habe, mit denen ich das machen will, auch da gibt es Apps, die so Texte faken, so Stories faken und das gleich als Video aufnehmen. Das ist aber ist dann halt nicht so original, das Feeling, aber das macht es nochmal einfacher. Ja, also es gibt ja diese What's Fake Apps, die finde ich dann auch ganz nützlich, wenn man Jugendliche dabei hat, deren Eltern uns nicht schriftlich erlaubt haben, dass die WhatsApp nutzen dürfen zum Beispiel. Ne? Dann kann man die immer noch dabei haben, dann packt man die das nicht dürfen, also offiziell nicht dürfen, tun sie es ja eh alle, sozusagen in eine Gruppe und die machen das dann halt mit einer Fake App. Genau. Wobei ich das bei meinen Konfis jetzt in den letzten 3-4 Jahren fragen wir das immer ab, da habe ich noch keinen erlebt, der es nicht dürfte. Ja, ich sage jetzt mal, es sind 99%, wo die Eltern das Ding ohne Probleme unterschreiben, aber es gibt immer mal wieder so den einen oder anderen und ja, dafür sind diese Apps, finde ich, dann sehr nützlich. Ja. Genau, also ich denke, das ist ein sehr kontroverses Thema, WhatsApp-Nutzung, da kann man sehr viel diskutieren. Ich glaube, wichtig ist, dass ich will die Diskussion auch gar nicht eröffnen jetzt, aber ich glaube, wichtig ist, dass nur das auch so ein bisschen im Blick zu haben und das in die Kommunikation mit den Eltern und den Konfis einfach mit reinzunehmen und nicht einfach zu machen. Absolut. Auch das wird im Elternabend bei uns, also die gesamte Mediennutzung wird im Elternabend besprochen. Und gleich im ersten Anmelde-Elternabend, der kommt jetzt in 2-3 Wochen, da wird das gleich schon leicht besprochen. Und dann, wenn die Konfi-Zeit dann richtig losgeht nach den Sommerferien, gibt es nochmal einen Elternabend, da wird es nochmal auch mit Unterschriften besprochen. Das ist ja, da wäre gar keine Wahl mehr mittlerweile. Aber mir ist es auch wichtig, das auch nicht nur hier bitte unterschreiben, sondern darüber auch zu reden mit den Eltern. Sicher. Okay. Ja, gibt es von deiner Seite aus jetzt noch etwas, wo du sagst, das hast du im Bereich Storytelling und den verschiedenen Methoden noch vergessen oder möchtest du noch unbedingt am Ende noch erwähnen? Ich weiß nicht, ob es von Interesse ist noch. Ich hätte noch zwei andere. Das eine habe ich schon erwähnt, öfters die Erklärvideos. Die dürften wahrscheinlich bekannt sein. Ansonsten könnte ich noch mal kurz einen Einstieg eines Erklärvideos zeigen, nur ein paar Sekunden von.
Und Stop-Motion-Film, auch da nochmal kurz darauf hinweisen, das sind zwei weitere Möglichkeiten. Ich zeige mal kurz ein Erklärvideo, das wir gemacht haben. Es ist alles immer von Confis erstellt. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und dann ja, also das ist ein Erklärvideo gewesen, was Konfis gleich am Anfang der Konfizeit gemacht haben. Der Vorteil dabei ist, auch sehr viel Kreativität mit Malen und dergleichen mehr. Und da wird kein Konfi gefilmt. Da ist nur die Stimme, die ist relativ unproblematisch noch. Aber es ist kein Gesicht zu sehen. Und von daher habe ich da rechtlich ist noch einfacher als bei den bisher vorgestellten Möglichkeiten. Und Ähnliches gilt dann für Stop-Motion-Filme. Katholiken unter uns mögen mir verzeihen. Alles gut. das ist Luthers Thesenanschlag. Auch hier ist wieder sehr viel Kreativität erstmal gefragt, malen. Und hier haben wir Playmobil-Figuren benutzt. Man kann aber natürlich auch Figuren aus Fimo erstmal selber basteln und auch das ist immer wieder gemacht und ja, man achte gleich auf die lila Person, die ganz unten ist bei diesem kleinen Video, die hat die Faxendicke von all dem Luther-Zeug. Das sind zwei Möglichkeiten noch. Erklärvideo braucht wiederum null Schneiderei, weil das kann ich in einem Rutsch aufnehmen. Habe keine Schneidarbeit. Bei Stop-Motion-Film gibt es Apps für. Die beste, die ich kenne, heißt auch Stop-Motion in beiden Betriebssystemen. Und die macht automatisch alle 10 Sekunden oder 5 Sekunden, was ich ihr einstelle, ein Foto. Sodass ich dann auch da keine Schneidarbeit habe. Höchstens das mal, aber das kann ich dann auch rausmachen, wenn ich mir es angucke, wenn doch mal eine Hand noch drin ist, die Figur gerade weitergerückt hat. 10 Bilder pro Sekunde brauche ich da, das ist ein bisschen aufwendiger. Aber das sind auch noch zwei Möglichkeiten von Storytelling, die das Portfolio an Storytellingsmöglichkeiten einfach nochmal ausweiten. Und zwei in diesem Fall, wo ich deutlich weniger rechtliche Probleme mit Recht am Bild habe. Das heißt, bei den Stop-Motion-Filmen, du arbeitest da normal auch mit Smartphone, Stativ, die App, iStop-Motion oder Stop-Motion? Nur Stop-Motion. Die gibt es sowohl für Android als auch für iOS. Und da gibt es eine Freeware-Version. Die hat ein blaues Icon. Die hat, glaube ich, keinen Ton als Einschränkung. Und es gibt eine Bezahlversion für 5,50 Euro, die dann auch keine Werbung hat und sowas. Aber es gibt die auch als Freeware. Ja, also da kann ich so aus meiner Arbeit nochmal sagen, also die App iStop-Motion für iOS-Geräte, die ist auch wirklich empfehlenswert, weil man da auch die Möglichkeit hat, verschiedene iOS-Geräte miteinander zu vernetzen über WLAN. Das heißt auch das Remote-Kamerasystem zu benutzen. So kann ich ihn einfach in so einem Stop-Motion-Setting auf verschiedene Kameraperspektiven einfangen und habe aber nur ein Mastergerät, an dem ich das aufnehme. Und das funktioniert wirklich fantastisch. Also gibt es auch die App für PC und Mac dafür und kann ich auch nur empfehlen. Danke für den Tipp. Ich nutze auch noch ganz gerne für Stop-Motion Lego, weil man damit quasi alles bauen kann. Ja, absolut. Ja. Und ich habe sowohl von Lego als auch von Playmobil mir im hohen Alter wieder Sachen gekauft, weil es einfach gut ist und einfach so viel Kreativität freisetzt. Komme ich mir schon ein bisschen blöd vor, wenn ich da ins Geschäft gehe und das kaufe, aber meine Güte. So ihr nicht werdet wie die Kinder. Genau. Ganz genau, ja. Okay, gut.
Ja, dann danke auch nochmal für die beiden ergänzenden Hinweise. Am Schluss noch irgendein Kommentar oder noch eine Ergänzung von jemandem, gerne per Chat oder auch jetzt hier Mikrofon oder Video. There's one more thing. One more thing. Auf das ich noch hinweisen wollte, nämlich ich mache mal wieder Bildschirmfreigabe. Zum einen muss ein bisschen Werbung in eigener Sache dann doch noch sein. Wenn ihr genaueres wissen wollt dazu, zum Storytelling auf meiner Webseite neumedia.de gibt es einen Punkt Storytelling. Da gibt es auch Anleitungen für Storytelling mit Erklärvideos und Chatvideos. Insta noch nicht, das ist in der Mache. Und man kann eine ganze Menge Erklärvideos und Stop-Motion-Filme, Chat-Stories sehen. Zwei Insta-Stories habe ich noch nicht drauf, kommt aber auch demnächst. Das ist das eine, worauf ich hinweisen wollte. Und das zweite ist, dass unsere Landeskirche, die EKN, aber nicht nur für die EKN, andere dürfen auch mitmachen, einen YouTube-Wettbewerb macht, der jetzt gerade startet, youngclipped.de, jeden Monat zu einem Thema Videos aufnehmen, maximal 3 Minuten mit Jugendlichen und die einsenden. Und da gibt es jeweils einen Monatsgewinner, der per Jury-Voting und Public-Voting ermittelt wird, die Monatsgewinner, bis Sommer 2020. Und dann im Sommer 2020 werden alle Monatsgewinner nach Frankfurt eingeladen zu einem Wochenende mit Workshop mit YouTubern und einer Preisverleihung und Hauptpreis immerhin 2.000 €. Da kann man dann schon ein ziemlich cooles Smartphone neu für kaufen. Jetzt im März ist Abgabe für Stress mit Eltern oder Lehrern oder Schulkameraden. Und das war total klasse, dafür Videos zu machen. Und da haben wir dann auch Insta-Story benutzt, da haben wir Chat-Story eine Gruppe benutzt, ohne dass ich da viel angeleitet habe. Das können die selber. Also, wer mag, guckt mal auf youngclipped.de. So, das war der Werbeblock, der musste noch sein. Das war der Werbeblock, ja, fantastisch. Ich merke gerade, wie ich digital sozialisiert bin. Gerade als du den Browser freigegeben hast, habe ich tatsächlich mit der Maus unten auf den Einverstanden-Button von der Cookie-Bar gedrückt. Das hat nicht funktioniert. So. Super, aber auch. Dafür gibt es Plugins, dass das Zeug nicht erscheint. Genau, wunderbar. Na gut, dann würde ich sagen, an dieser Stelle erstmal herzlichen Dank, lieber Lutz, für diesen tollen Einblick und deine Arbeit. Also wirklich sehr imposant, wie vielseitig das auch ist. Wir werden deine Seite und auch den Young Club Award auch in der Videobeschreibung auch nochmal erwähnen. Ansonsten darf ich natürlich einladen zum nächsten EEB-Talk am 5. April mit dem Markus Gerstmann aus Bremen. Das ist ein wirklich ja, sehr bekannter Experte, was Thema YouTube und Webvideo, Bewegtbild angeht. Und da geht es ums Thema Influencer in sozialen Netzwerken, auch ein ganz interessantes Themengebiet. Ja, an dieser Stelle, hallo Ina, schön, dass du da bist. Jetzt so am Schluss verabschiede ich mich. Und für diejenigen da sind, um 12 Uhr findet hier auch der nächste Talk statt, der digitale Kirchentalk rund ums Thema digitale Kirche. Sind alle herzlich eingeladen. Und ansonsten wünsche ich euch alles Gute und sonst ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.